Hallo und herzlich willkommen zu GewissMüllTV. Schön, dass Sie auch dieses Mal eingeschaltet haben. Als erstes zeigen wir Ihnen einen älteren Beitrag vom Stadtfest in Gewissmühlen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. In der Stadtbibliothek. Schweres? Genau, ja. Und was kann man machen morgen um 10 Uhr für die Langstreckler? 6,6 Kilometer walken. Informieren Sie sich über die anderen Tage bis zum Ende nächster Woche, was alles so passiert. Genau, denn wir feiern eine ganze Woche bis hin zum Schützenfest am Wochenende. Ich ganz besonders, dass in diesem Jahr unser Hans-Joachim Moll wieder dabei ist. Hallo. Wird 25 Jahre und ihr Führungsfahrzeug ist jetzt da. Die Mitarbeiter alle in hellblau. Genau, und die WOBAG steht für die Vermietung von bezahlbaren und modernen Wohnungen in Gewissmühlen für Gewerbegrundstücke, aber auch für Modernisierung und Neubau. In diesem Jahr werden weitere Wohnungen im Wohngebiet am Wasserturm altersgerecht umgebaut. Eine wichtige Aufgabe und ein weiteres Haus in der Wismarsche Straße wird modernisiert. Wichtig für alle jungen Familien in Gewissmühlen, die WOBAG erschließt weitere Baugrundstücke in der Lützer Straße. Ja, die WOBAG unterstützt auch jedes Jahr die Vereine der Stadt Gewissmühlen. Dafür sagen wir Danke. So, nun kommt das nächste Geburtstagskind. Und heute sind die Stadtwerke Gewissmühlen ein modernes Unternehmen für Strom, Gas und Wärme. Stadtwerke sind Energieversorger im Wettbewerb, Arbeitgeber und Auftraggeber in Gewissmühlen. Genau, und das neueste, Energieeffizienz ist bei den Stadtwerken sehr wichtig. Und schaut einmal, was für ein schönes Fahrzeug, wahrscheinlich eines der größten Fahrzeuge, die wir im Fest und zu gehen hatten. Herzlich willkommen, Stadtwerke Gewissmühlen, 25 Jahre. Und wir haben die schwedische Kindertagesstätte hier zum ersten Mal beim Festumzug. Herzlich willkommen dem Team und den Kindern von der Kita am Lustgarten. Noch hinterhergetragen kurz, die Party heute Abend wird von den 25-jährigen Geburtstagskindern ausgerichtet. Jetzt geht's mit Trachten weiter. Wir haben einen ganzen Volkstanzblock in unserem Festumzug. Wir beginnen mit der Tanz- und Trachtengruppe Gewissmühlen, die 1974 gegründet wurde und seit 1995 bei allen Stadtfesten mit dabei war. Ja, ganz toll, dass jemand die Tradition pflegt. Sonst würde uns, glaube ich, ein farbenprächtiges Spektakel fehlen und vor allem die Tradition würde untergehen. Also Dank für diese ehrenamtliche Arbeit. Genau, wir haben heute auch Gäste hier. Wir waren eine Münnertrachtengruppe. Das sind gern gesehene Gäste, die gemeinsam tanzen und sehr laut, wie wir hören. Herzlich willkommen hier beim Festumzug. Und wenn das jetzt alles so klappt, um diesen Baum geschaut, ist das die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Altmeten. Richtig, und hier haben wir sehr enge Beziehungen. Die Freunde des Heimatvereins Altmeten sind schon seit vielen Jahren Gäste hier in Gewissmühlen.
Altbekannte Clio, aber auch neu aufgemacht. Thank you.
sind heutzutage Menschen, die hören uns. Thank you.
So, liebe Zuschauer, nun noch ein Veranstaltungstipp für den 30. Oktober. Bleibst du mal stehen hier? Mit meinem garstigen Bruder ganz alleine gelassen. So, liebe Zuschauer, das war's von heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.